Hallo, ich bin der Felix und ich hätte gerne euch zeigen wollen, wie man Vorderrad rausnimmt, zum Beispiel zum Transport oder Reifenwechsel oder nur anschauen oder putzen. Das wäre, zuerst müssen wir Bremse aushacken, den Gummi wegnehmen und hier das aushacken. Haben wir jetzt draußen, hier ist alles frei. Zweite, den Schnellspanner locker machen und ein paar Umdrehungen. Jetzt haben wir das Vorderrad locker, kann man rausnehmen. Jetzt Vorderrad einbauen geht in die gleiche Folge, nur umgekehrt. Vorderrad reinstellen und das in der Mitte steht, reindrehen, Schnellspanner zumachen, Bremse einhaken, Schutzgummi rausstecken, ist alles. Jetzt muss man nur schauen, ob beide funktionieren. Die funktionieren, bewegen sich beide, also ist gleicher Abstand links und rechts. Ist das sehr wichtig aus diesem Grund, wenn eine Backe näher dran ist als die andere, dann kommt ganz schnell, wenn man eine Kurve fährt, zur Fahrradblockierung und dann rutscht man aus. Und deswegen muss man das so hinkriegen, dass die Arme gleichmäßig anwenden. Ich hoffe, dass ich mit diesem Video euch geholfen habe und erklärt habe, wie man das macht. Ich hoffe, dass ihr jetzt keine Angst habt, von Vorderrad einzubauen und, oder ausbauen und einbauen. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video.